glaube, ich bin das erste Mal mit 3 oder 4 Jahren zu dem Schwimmkurs gekommen. Und ja, meine Mama war Schwimmerin, deswegen wollte sie natürlich, dass wir früh schwimmen lernen, auch aus Sicherheitsgründen. Und dann hat mir das so viel Spaß gemacht, dass ich gleich dabei geblieben bin. Und seitdem habe ich mit dem Schwimmen nicht mehr aufgehört. Die ersten Wettkämpfe waren so mit 7, 8 Jahren. Es war natürlich auch noch viel Spaß dabei. Generell das Schwimmtraining war nicht so ernst, wie es heutzutage ist. Da war noch viel Rutschen, viel Springen, einfach im Wasser sein, das habe ich genossen. Und dann später, als es das erste Mal Landesmeisterschaften gab, habe ich schon Medaillen gewinnen können und dann bei Jugendmeisterschaften. Aber nicht immer habe ich gewonnen. Zum Beispiel, ich bin im Finale geschwommen, aber es war nicht so, dass man da hat erkennen können, dass ich ein Ausnahmetalent bin, sondern ich war einfach dabei und habe es genossen, bei Wettkämpfen teilzunehmen. Und dann, je älter ich geworden bin, so mit 13, 14 Jahren, habe ich dann auch wirklich gemerkt, dass es mehr als nur ein Hobby ist und dass ich mehr erreichen möchte. Und ja, so ging es dann weiter mit meiner Karriere. Ich glaube, es gab einige Momente, aber wenn das Momente waren, waren das nicht irgendwie Erfolge, sondern wenn dann Niederlagen, wo ich mir gesagt habe, ein Beispiel war zum Beispiel meine ersten Weltmeisterschaften 2015 in Kasan. Da bin ich im Vorlauf geschwommen und war ich noch 18 Jahre alt und dann ausgeschieden. Und dann habe ich aber am Nachmittag diese Finalläufe gesehen und habe ich mir gedacht, da möchte ich unbedingt hin. Ich möchte einer von diesen sein, die hier im Finale schwimmen. Das ist, wofür ich trainiere, da werde ich alles machen. Und wenn ich weiter schwimme, möchte ich da eines Tages auch in so einem Finale sein.